Weiter geht's mit Mirror's Edge und es gibt Stressung! Die haben Merk auf dem Gewissen, die Ärsche! Er ist schon Merk auf dem Gewissen. Okay, hier bringt es mir nichts zu sein. Ich soll irgendwie da hoch. Hier ist echt seltsam. Was ist? Da lang? Da hoch? Du sicher? Okay, wenn du sicher, Faith. Ah, I see. Deswegen wolltest du da lang fahren. Hier ist noch ein Koffer. Ich sehe ihn auch schon. Oh, I see. Gleich macht's Kaboom. Warum macht's hier lang Kaboom? Okay, ich muss in die andere Richtung abhauen. Ist recht. Bin ich hier hinten sicher? Nope. Alter, wo bin ich denn sicher? Nicht oben sicher. Ich meine, wo zur Hölle bin ich sicher vor dem Zeug? Such mal hier oben. Ich weiß nicht, ob man es hier überleben sollte oder... Also hier oben überleben sollte oder nicht, aber ich habe überlebt. Das ist doch schon mal was. Ich habe es überlebt. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg war, aber es war ein Weg. Und irgendwer weiß, dass ich da bin, glaube ich. Jo, irgendwer weiß sowas von, dass ich da bin. Hier ist irgendjemand mit einer Automatik. Was zur Hölle? Wieso habe ich eine leere Bumme? So, ist noch so einer. Schon besser. Immer schön upgraden die Waffen. Und her mit meiner 61. Rambo-Modus! Ich finde so geil, dass die leichteren von den Tönen Sachen voll weggestoßen werden von der Waffe. Ist hier noch was? Nö. Dann Aufzug. Und meine Wumme nehme ich mit. Wumme?
mitkommen. Die Sicherheitsfirma Pirandello Kruger wurde autorisiert, bis zur erneuten Verhaftung von Kate Connors weitere Einheiten hinzuzuziehen. Es gibt Gerüchte, dass die vermisste Verdächtige aus dem Mordfall Robert Pope Connors zur Flucht verholfen hat. Jo, und ich spiele gerade Rambo. Hallo, Mano. Ich hasse es, wenn ich mich von meiner M60 trennen muss. Es macht einfach zu viel Spaß, mit einer M60 durch die Gegend zu rennen. Okay, der war uncool. Gute Arbeit. Durchsuchen. Erschießen Sie mich auch? Nein. Sie sind Kates größte Hoffnung. Waren das Ihre Leute? Nein, die sind von PK, Pirandello Kruger, privater Sicherheitsdienst. Was geht hier vor, Miller? Der Mord an Pope. Hat sich herausgestellt, dass Sie einen Insider hatten. Ropeburn? Ja, Sie hatten recht. Ich habe selbst versucht, Antworten zu bekommen. Aber warum Kate? Sie brauchten einen CPF-Cop als Popes Mörder. Keine Zeit für Erklärungen. Gehen Sie mit dieser Kommunikationseinheit aufs Dach. Dahin haben Sie Kate gebracht. Ich melde mich, wenn es sicher ist. Ich halte Sie auf. Das Dach. Gehen Sie. Jetzt. Okay, Miller hat sich gerade wieder Brownie Points verdient. Ey, gib mal her die Wumme. Ich brauche die mal kurz. Puh. Mal wieder Farbe ins Bild, ey. Dammit! Ungut. Puh. Wow. Not even close und so. Dammit! Nur weil ich nicht gescheit zielen konnte in deinem ganzen Feuer, ey. Vielleicht sollte ich die einfach mal ignorieren. Koffer! Bewegung, Bewegung! Sorry! Wenigstens kann ich mich mit der Waffe schnell bewegen. Rambo-Modus! Ich sollte mich erinnern, auch Rambo ist nicht unsterblich. So, zwei weniger. Irgendwo hier war noch mehr so Bodentünnis oder so. Okay, wo kam das her? Hallo? Da bist du! Ich glaube, das waren jetzt alle, oder? Ja. Rambo hat mal wieder gewonnen! Rambo hat mal wieder gewonnen. Schon ist Verstärkung da. Wo kommst du her? Warum bist du nicht rot hinterlegt? Wow. Die Mumma hat wirklich viele Schuss. Natürlich ist auch sie irgendwann mal leer. Zum Glück liegen jetzt hier genug Bomben rum. Aber die M60 macht immer gute Dienste. Ich liebe es wirklich zu sehr, Rambo zu spielen. Ich meine nur, ich mache aus Mirror's Edge einen Ego-Shooter. Aber man muss sie ja loswerden, sonst kommt man hier, sonst bekommt man sehr leicht Probleme mit denen.
Ja, ich könnte sie alle ausnocken, aber das würde ewig dauern. Hundert Stockwerke, bist du deppert! Wow. Lassen Sie Ihre Waffen fallen, bleiben Sie wo Sie sind und bereiten Sie sich auf Ihre Verhaftung vor. Die Night. Waffe fallen lassen? Ja. Chief, hören Sie mich? Ich bin im Überwachungsraum. Ich habe Sie auf dem Monitor. Sie müssen aus dem Aufzug raus. Sie kommen. Was wollte er sich darum? Suchen Sie weiter, aufwärmen! Okay, ich soll irgendwie noch da drüben oder so. Geronimo? Ich habe Sie gehört. Sie sind im Aufzugsschacht. Also, irgendwo da drin müsste es einen Zugang zum Belüftungssystem geben. Es führt Sie nach draußen. Auf der anderen Seite des Gebäudes müssten Sie einen Weg zurück nach innen finden können. So können Sie die Kerle abschütteln. Autsch. So viel dazu. So viel dazu. Okay, das klingt schon mal gut. Ups! Seriously? Ich fühle mich hier nicht gerade sicher. Eher so das Gegenteil. Nix wie raus hier, ey. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Also mit raus hier habe ich mir was anderes vorgestellt. Nicht nach unten gucken. Warum ist es aber so dunkel? Do not like it here. Okay. Boah, bin ich lang gefallen. Okay, das war zu früh. Oh hey, ich lebe noch. Oder auch nicht. Nein, Fave! Ich hab's doch quasi schon geschafft gehabt. Okay, wir kommen jetzt da hoch. Hier ist aber auch so duster, ey. Wie stellt ihr euch das jetzt schon wieder vor? Was hast du geraten? Jetzt einmal... Ach ne, hier. Alle ups! Und alle ups! Aha! Ich will hier endlich raus! P
bin jetzt nicht wirklich klaustrophobisch und so, aber ich will hier raus. Oh, hier ist ein Koffer. Okay, wie zur Hölle komme ich da hoch? Ja, was? Wo ist November? Was soll das nun wieder heißen? Aber ich habe wieder alle Koffer gefunden. Upi! Und mit der Frage, wo ist November, sage ich, weiter geht's beim nächsten Mal. Bis dahin. See ya, Leute.